Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Wir stehen hier am Sauladen, der jetzt mittlerweile schon richtig schön fertig ist. Wir gucken mal, was sich da alles getan hat. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich in der letzten Folge, hat jemand die Tür aufgelassen, vorgestellt habe. Hier ist jetzt die Gesamtkarte von der Rennstrecke. Dieses Teil, da ist nicht viel draus, außer hier die eine Heulboje. Und natürlich jetzt auch die gesamte Unterwasserhalle und der Streckenverlauf. Aber den müssen wir hier noch aktualisieren, weil ihr seht, hier ist das abgeschnitten da, ne? Da ist abgeschnitten, weil wir diesen Bereich noch nicht aktualisiert haben. Das machen wir aber, wenn wir an der Strecke weiterbauen. Das wird aber bald sein. Der Keller ist jetzt auch fertig. Da hatte ich ja gesagt, da soll so eine kleine Gastwirtschaft rein. Die braucht noch einen Namen. Da könnt ihr euch ja mal was ausdenken. Den würden wir dann hier oben hinsetzen, da, ne? Und, so sieht das Ganze aus. Hier gibt es einen kleinen Tresen. Hier könnten noch so ein paar Blumenvasen drauf, um das Ganze noch ein bisschen schicker zu gestalten. Ein paar Bilder sind aufgehängt. Und ich habe mal wieder gemerkt, dass Einrichten echt nicht so mein Ding ist. Aber ich habe das hier mit schönen weißen Sitzbänken gemacht. Ich hoffe, das gefällt euch. Ja, mal lieber zumachen. Tagsüber ist das Ding ja geschlossen. Das wahrscheinlich nur abends auf. Oder zum Frühstück, wenn die Gäste frühstücken. Die Gäste haben hier oben ihre Zimmer. Das hatte ich, glaube ich, auch schon gezeigt. Die sind auch sehr spartanisch eingerichtet hier für die Rennsportfreunde. Hier könnte man noch einen Teppich drauflegen oder so. Oder ein paar Kisten hinstellen. Und guck mal, ein Pygmäenpirat. So sehen die aus. nicht so braun, aber der ist ja nur gezeichnet in Wirklichkeit. Man muss die ja immer, wenn man die zeichnen will, wenn man die sehen will, braucht man ja schon eine Lupe. Ja, der Nico B. ist gerade nicht zu Hause, aber der Matrix-Schlange ist in Schlangenstein unterwegs. Und geht da auch seinen Bürgermeisterpflichten nach. Und da hinten seht ihr schon, es ist was entstanden. Ich hatte viel Zeit, ich hatte ja langes Wochenende. Und da hatte ich ja gesagt, wollen wir einen Kornspeicher hinbauen. Und der ist jetzt hier hinten entstanden. Das Korn ist auch schon wieder reif. Es könnte jetzt also im Kornspeicher untergebracht werden. Lieber Tomcat, wenn du jetzt also Korn hast, immer hier rein in den Speicher. Wir gehen da mal hin. Wir gehen da mal hin. Hier ist auch die Tür auf. Alle Türen und Fenster hier offen. Meine Güte. Da oben habe ich schon mal weiße Fenster reingemacht. Ich finde, das passt ganz gut zu so einem Speicher. Und auch die Farben hier, dieses Fichtenholz als Gebälk, ist ja ganz typisch hundsgraberisch. Und das weiße Birkenholz, das kennzeichnet ja immer so ein bisschen die Arbeitsgebäude des einfachen Volkes, die Bauern, ne? Und eigentlich könnten die doch hier durchlatschen. Was spricht denn dagegen? Hier kann doch offen sein. Wir machen mal offen hier. Hier, ihr könnt hier durch. Ihr müsst hier nicht draußen stehen bleiben. Könnt hier schön durchlatschen. Hier geht's runter in den Keller. Das habe ich erstmal dicht gemacht. Aber hier können sie ruhig durchgehen. Da spricht nichts dagegen. Dann können sie hier in das Arbeitsgebäude rein. Da müssen noch Türen rein. Und da wollte ich eigentlich die normalen Türen machen. Das machen wir jetzt gleich mal. Und stelle ich euch das Ganze mal so ein bisschen vor. Ich habe hier noch ein bisschen Gebälk. Hier haben wir auch noch Holz. Wie viele Türen kriegen wir denn hier raus? Mal gucken. Ganze Menge, ne? Das sollte reichen. Die restlichen Türen müssen wir mal dann zum Türenladen bringen, weil es ja so, dass jetzt immer mit einem Schlag gleich drei Türen erschaffen werden. Und guck mal, die gehen schon hoch. Ich habe schon überlegt, ob wir das hier noch ein bisschen runterziehen und hier das nochmal ändern. Das würde ich eigentlich ganz gerne nochmal ändern, ehe die jetzt hier gleich das Ding besiedeln. Wenn wir das nämlich hier so machen, dass wir das so ein bisschen rausziehen, das würde mir vielleicht besser gefallen. Passt mal auf. Wir haben, glaube ich, alles dafür dabei. Dann machen wir das doch gleich. Ja, unser Besuch ist weg. Das war ja in der letzten Folge schon so, die ich dann einzeln aufgenommen hatte. Na, es geht natürlich ganz schön auf den Weg hier raus. Aber man kann noch vor lang gehen. Das geht also noch. Das ist noch in Ordnung. Ist noch in Ordnung. So, wenn wir das nämlich jetzt so machen, können wir nämlich eine Treppe hier runterführen. Treppenstufen haben wir. Wir haben alles dabei. Unglaublich. Können wir eine Treppe hier runterführen. So. So, ne? Und die andere auf der anderen Seite. Und können das dann hier noch mit Holz auskleiden. Hier muss noch ein Balken rein, ganz klar. Und hier kann noch eine Treppe runtergehen. Ja, das ist doch schick. Dann können die hier rein und raus. Und das muss ja auch... Die wohnen ja auch teilweise auf dem Eichinger Hof. Ihr seht das ja, hier ist alles ziemlich voll mit Dorfbewohnern. Weil die... Ich habe hier einfach aufgemacht. Und jetzt können die hier aufs Kornfeld. Und guck mal, was die hier am Ackern sind. Leider springen sie auch ein bisschen drauf rum und machen teilweise die Ackerflächen kaputt. Das verstehe ich gar nicht, dass die es immer machen. Aber naja, gut. Seht ihr? Dann guckt er schon mal wieder, ob was reif ist. Der Koch will sich wahrscheinlich ein paar frische Kräuter für seine neue Suppe machen. Suppe. Okay, dann können wir nämlich hier jetzt einfach... Moment. Erde. Haben wir auch. Sehr gut.
Ja, die brauchen wir nicht. Es ist schon wieder voll mein Inventar. Das ist aber ständig so. Ich müll das dann ab und zu mal wieder aus. Ihr kennt das ja nicht anders. Und hier könnten wir doch eventuell, dass wir hier dann so einen Eingang haben, wollte ich eigentlich damit erreichen. Dass wir hier auch Türen reinmachen können. Hm, hier kommen dann normale Klötze rein. Die haben wir nicht, ne? Die haben wir jetzt gerade nicht. Können wir auch Stufen umgekehrt nehmen. Und es wird schon dunkel, verdammt. Ich will die Stufen aber nicht verlieren. Warte mal. So wird das ja auch gehen. Wenn man das so macht, einfach. So und so. Oh, Mist. War es ein Doppelklick oder? Ja, nee, so passt es doch. Wir gehen oben pennen, direkt in den, Wohnung hier für die Angestellten. Hier müssen wir unbedingt noch Fackeln reinhängen. Das ist viel zu dunkel. Und Fackeln haben wir, glaube ich, auch gerade mal nicht da. wenn Matrix jetzt auch schläft, dann können wir alle schlafen. Ja. Hm. Wir haben gar keine Kohle dafür, Fackeln. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ist das eine Redstone-Truhe? Nee, normal. Ich dachte schon, wäre eine Redstone-Truhe. Und dann würde ich hier einfach Türen reinmachen. Damit hier die Dorfbewohner drin pofen können. Ja, so und so. Und so. Und dann haben sie hier ihre Zimmer. Da oben das Dachgepäck ist noch nicht ganz fertig. Hier vorne muss das noch abgegrenzt werden. Das machen wir dann auch. Und hier müssen überall noch Fenster rein in die oberen Zimmer. Die haben wir auch dabei. Ne? Hatte ich extra mitgenommen. So, und jetzt spielt kirchliche Musik. Da hinten ist die Kathedrale. Wahrscheinlich hören wir das bis hier, ne? Von der Kathedrale rüber. Ja, was ist passiert in den letzten Tagen? Wir hatten ja Besuch, da kann ich dann immer nicht so richtig auf eure Kommentare eingehen. Und Kommentare sind genau das Thema. Das sind nämlich echt wenige geworden. Muss ich ja mal sagen. Auf die letzte Folge, also auf die Folge, welche waren das? 887, da war tatsächlich nicht ein einziger Kommentar. Das fand ich ein bisschen schade, gerade weil es sonst immer hier so belebt war, was die Kommentare angeht. Und ich denke aber nicht, dass das einfach grundlos geschieht. Nichts geschieht grundlos. So, guck mal, jetzt könnt ihr hier reingehen, wenn ihr das wollt. Ne, hier habt ihr gleich ein Kornfeld zum Abernten. Und hier könnt ihr reingehen. Sieht auch nicht ganz so blöde aus. Hier unten ist dann der Lagerraum. Kommen natürlich auch noch zwei Türen rein. Hinten. So, ne? Hier ist der große Strohlagerraum. Das kann also hier noch bis unter das Dach vollgebanzt werden mit Heu. Und hier vorne kann im Grunde auch noch eine Reihe vor. Also es kann richtig ausgefüllt werden. Hier unten sind überall so Luftlöcher. Das hat auch einen Sinn, nämlich den Sinn, dass das Korn schön trocknen kann. Deshalb sind hier auch überall Zäune drin, dass da die Luft durchziehen kann und das Korn anständig trocknen kann und nicht feucht liegt. Das geht, ist aber gewährleistet durch das Dach und die Etage darüber. Ja, dann könnt ihr das hier gleich einlagern. Und hier hinten möchte ich gerne so einen großen Kornspeicher hinmachen, den man dann von der oberen Etage erreichen kann. Im Grunde so ein Silo. Ein großes Silo. Dann müsste man hier rausgehen. Wenn man hier rausgeht, müsste man direkt auf das Silo zugehen, im Endeffekt. Das heißt, wir werden das hier so ein bisschen wegreißen. So, seht ihr? Hier so ein bisschen wegreißen, das alles so ein bisschen anpassen. Und hier würde dann so ein großes Getreidesilo hinkommen. Ich mache jetzt einfach mal die Grundfläche, das Gelände werden wir dann noch anpassen. Und ich möchte gerne das Silo da mit Trichtern versehen, dass man da eventuell dann auch, ihr wisst schon, ne? Wenn da Trichter drin sind, dass man das auch schön befüllen kann. Und unten im Grunde eine Kiste, wo man das Ganze wieder rausnehmen kann. Das heißt, zum Befüllen müsste man natürlich oben. Befüllen müsste man oben, das geht nicht anders. Wir machen uns hier nochmal ein bisschen Platz. Für so einen Weg vielleicht noch. Oder so einen Aufstieg auf das Silo. Wie groß müsste das sein? Das müsste schon wahrscheinlich, es müsste, erstmal müsste ein bisschen Abstand zum Gebäude haben. So ungefähr so. Wir haben ja hier jetzt die Klöpse da. So, das wären also die Außenbegrenzungen. Hier müssten wir auch noch ein bisschen was wegnehmen. Ich habe dieses ganze Haus ohne euch gebaut, ich weiß. Ich hatte einfach so einen Bock auf Minecraft. Und da dachte ich mir, ja, gut, du hast Bock, du willst das bauen. Warum nicht sowas, was dann doch eher langweilig ist von der Bauerei? Und dann kannst du es hinterher zeigen. Und ja, aber vielleicht ist genau das die Sache, die euch so ein bisschen abschreckt momentan. Dass ich ab und zu mal so Bauanfälle kriege, einfach. Wenn man dann so nett quatscht mit den Jungs und so, dann kann das schon mal passieren, dass man dann einfach so einen Bauanfall kriegt, ne? Und, aber wenn euch das nervt, dann müsst ihr das sagen. Dann müsst ihr das echt schreiben in die Kommentare. Denn dann kann ich darauf eingehen. Dann kann ich sagen, okay, das war vielleicht ein bisschen viel, was ich da nebenher gebaut habe. Und deshalb schreiben die Leute vielleicht keine Kommentare mehr, weil sie denken, der Opa macht ja sowieso, was er will. Das ist aber nicht so.
Ich möchte darauf eingehen, ne? Ich möchte auch wissen, ob ich jetzt erst die Bank bauen soll oder ob ich schon jetzt hiermit anfangen soll. Das ist ganz wichtig für mich. Und vielleicht habt ihr da ja demnächst mal wieder etwas mehr Antrieb oder jetzt schon auf diese kleine Frage hin dazu sagen, ob euch das einfach zu viel ist, was ich hier nebenher mache oder so. Kann ja sein. Okay, hier wäre sozusagen der Unterteil von dem Silo. Das bauen wir jetzt mal zusammen. Ich habe sowas noch nicht in der Form gebaut, deshalb müssen wir da echt ein bisschen frickeln. So, das würde hier halb so auf dem Berg drauf stehen, natürlich. Na, hier wäre dann so der Unterleib des Silos. Hier haben wir drei zwischen frei. Das müssten wir also hier auch mal. Eins, zwei, drei. Das heißt, hier käme die nächste Stütze drauf, die nächste Silostütze. Dann müssten wir hier auch einen reingeben, wie wir das hier gemacht haben. So, ne? Also im Grunde müsste der dann hier so hin, richtig? Oh, die Musik vom Powerplay, wie schön. Ja, aber das ist mir echt wichtig, dass ihr mir das schreibt, was ihr davon haltet. Okay, wir müssen hier oben noch ein bisschen planieren, sonst wird das nicht. Sonst steht das zu sehr am Berg. Das müssen wir alles wegplanieren. Ja, dass ihr mir das schreibt, Schaufel kaputt, neue Schaufel. Was ihr davon haltet oder wie ihr dazu steht, wenn ich hier viel nebenher baue, ob ihr das lieber nicht haben wollt oder ob ihr sagt, macht doch einfach einen Stadtteil, wo du viel nebenher baust oder alte Projekte einfach fertig baust, wie zum Beispiel das Pillemann-Haus oder so und ein Teil, wo du ganz viel mit uns zusammen machst. Na? Das ist mir total wichtig und ich hoffe, dass es euch auch wichtig ist, denke ich mal. Na? Klar, wenn ein Besuch da ist, ist immer ein bisschen wenig zu schreiben. Ganz klar, das kann ich auch verstehen. Was soll man da schreiben? Man guckt sich das an, ist Daumen hoch und so, war auch alles in Ordnung. Wir sind auch richtig viele Dorfbewohner mehr geworden. Aber gerade die Neuen, die jetzt da sind, die kennen sich natürlich noch nicht so aus hier in Hunsdorf und die wissen vielleicht gar nicht, dass man da so interagieren kann. Und da ist es auch wichtig, dass die sehen, oh guck mal, da werden Kommentare geschrieben, Vorschläge gemacht und er geht darauf ein. Vielleicht hat es auch daran gelegen, dass ich einfach auf zu wenig eingegangen bin, auf zu wenig Vorschläge, ich weiß es nicht. Ich mache mir da schon jetzt echt ein paar Tage eine Platte rum, woran das liegen kann. Und warte da, suche nach einer Antwort eigentlich. Und naja, vielleicht kommt ihr irgendwann demnächst hier sogar von euch. Dass ihr jetzt sagt, okay, da und deshalb, ihr könnt ja auch eure persönlichen Gründe da anführen. Ne? Wenn ihr sagt, pass auf, aus den und den Gründen ist mir das einfach, habe ich einfach keine Lust mehr gehabt, Kommentare zu schreiben. Dann kann ich damit arbeiten. Das ist dann total gut. Ich bin dann auch nicht irgendwie sauer oder so, oder auf keinen Fall. Denn ich möchte ja, dass es wieder so wird, wie es einmal war. Na, wir hatten teilweise unter den Videos 30 Kommentare. Das ist auch gar nicht so lange her, dass es so war. Es war noch bei der Formel-Schwein-Strecke so und auch in anderen Bereichen. Und das möchte ich natürlich wieder erreichen mit euch zusammen. Ich möchte ja, dass ihr teilhabt an dieser ganzen Sache. Ich laber ja nicht irgendeinen Stuss und sage hier, ich möchte das. Und dabei ist es gar nicht so, das ist Quatsch. Ich möchte das wirklich, dass ihr sagt, guck mal, das ist Hunsgrab und das und das und das habe ich vorgeschlagen. Und das ist auf meinem Mist gewachsen, sagt man ja, ne? Ist ja so ein alter Spruch, das ist auf meinem Mist gewachsen. Das möchte ich. Das möchte ich erreichen. Und dass ihr euch auch dazugehörig fühlt zu diesem Projekt. Was ja, wir schon seit der ersten Folge, läuft das ja so, dass ich gesagt habe, wir wollen zusammen eine Stadt bauen. Gut, aber jetzt genug davon, genug rumgeflennt. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Grund, mich zu beschweren. Ist auch keine Beschwerde, ist eigentlich eher so eine Frage gewesen von mir. Denn, ja, aber jetzt genug, genau, genug, nicht so viel davon. Jetzt gebe ich euch erstmal die Gelegenheit, darauf zu antworten oder auch nicht. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt. So, Freunde, wir bauen hier einen Kornspeicher. Ihr habt schon gesehen, wir haben da vorne unglaublich viele Kisten, wo Korn drin liegt. Die sind voll, sozusagen. Und deshalb muss hier so ein großer Speicher hin, hier hinter das Gebäude. Da sieht man das auch nicht gleich so direkt, wenn es hässlich wird, ist also nicht so schlimm. Und, ich will es nicht zu groß machen, aber es muss schon ein ordentlicher Klotz werden, ne? Da gibt's gar nichts. Wir müssen hier noch einen rein, mindestens. Wow. Mindestens noch einen rein. Eine Reihe müssen wir noch rein. Und dann gleichen wir den hinten den Berg an, damit wir da nicht zur Mauer zu spitz zulaufen. Ist wieder mal ein bisschen Terraforming angesagt, aber dann haben wir zumindest die Grundfläche. Und dann wird das natürlich auch in diesem Birkenholz-Stil gehalten werden. Da wollen wir beibleiben, auf jeden Fall bei Arbeitsgebäuden. Dann erkennt man immer sehr schön gleich Arbeitsgebäude. Klar, es gibt auch die Schmiede und so, die ist in einem ganz anderen Stil. Aber das ist ja auch Arbeit und Verkauf. Und das ist hier rein Hunsgraber-Kulchose sozusagen. Das ist ja hier reine Stadt.
wie soll ich sagen? Also, ne, ihr wisst schon, das ist sozusagen vom Bürgermeisteramt gefördert. Und die Arbeiter, die kommen dann hier vom Eichinger Hof und können hier Korn abbauen auf dem größten Kornfeld, was wir hier in Hundsgrab haben. Wir haben noch so ein paar kleine, das ist aber eher so für die Privatgärtner. Und schaut mal, wir sind schon wieder total voll. Jo, egal, Erde haben wir genug. So, jetzt müssten wir hier noch einen rein. Also, ne, so ein Zweier rein hatten wir ja hier gemacht. So hatten wir das ja gemacht, ne? Ah, nee. Wir müssen tatsächlich... Ach, so haben wir das... guck mal, das ist schon unterschiedlich. Das ist schon Müll, sozusagen. Wir müssten den... Der müsste hier hin. Hier müsste der hin. Wird das Ganze noch ein bisschen größer. Boah, was, das wird ein riesen Silo. Und hier müssen wir noch abbauen. Oh Gott. Ich bringe erstmal ein bisschen Erde weg. Wir haben da einfach zu viel von. Ich mache hier erstmal so einen Klotz hin. Da kommt hinterher Stein rein, würde ich sagen. Und guck mal, da sind die schon dabei. Der Ingolinde, 00 Ingolinde, überprüft die Qualität des Saatgutes, sozusagen. Steine packen wir mal weg und die ganze Erde. Gott, wir haben schon wieder so viel Erde. Wir hatten ja ganz viel nach Schlangenstein geliefert. Aber wir haben schon wieder so viel Erde da. Das ist unglaublich. Fenster haben wir, glaube ich, alle eingebaut. Fällt mir jetzt zumindest nicht... Ah ja, das sieht schön aus mit den Fenstern. Gefällt mir gut. Und wir können pennen gehen. Wir können auch hinten in der kleinen Hütte pennen gehen. Hätten wir auch die Erde gleich zur woanders hinbringen können. Hier soll eine Hühnerfarm entstehen. Da habe ich auch schon angefangen. Oh Gott. Ich kriege bestimmt Ärger mit euch, oder? Kann ich verstehen. Aber wenn ich so einen Aktivistenschub habe, ist das manchmal so. Ah. Aber, was ganz wichtig ist, ich habe jetzt dahin angefangen, aber was ganz wichtig ist, was wir unbedingt machen wollen, das haben wir eigentlich fest vorgenommen für diese Folge. Also dahinter entsteht dann das Silo. Das machen wir aber zusammen, keine Angst. Was unbedingt passieren soll, wir müssen unsere 37 Level mal gut investieren. Dann können wir auch gleich ein bisschen Kohle mitholen, das ist ganz, ganz gut. 37 Level, die hauptsächlich durchs Farmen gekommen sind. Hier Schweine und Kühe und ja, ne? Also hauptsächlich Kühe. Ja, ich habe mal auf der Kuhinsel heute Morgen noch mal ein bisschen was gemacht. Und sonst Kohle abbauen und diese Sachen, ne? Die bringen ja dann unglaublich viel Level. Jetzt gehen wir in eine geheime Geheimnishöhle und dann verzaubern wir mal ordentlich. Wir müssen mal gucken, was wir verzaubern müssen. Es ist früher Morgen, das ist perfekt für die Geheimnishöhle. Haben wir ein bisschen Zeit. 1600, ihr seid echt wahnsinnig. Und es sind jetzt ja schon wieder viel mehr geworden. An dem einen Tag sind echt 18 Leute dazugekommen. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Unglaublich. Oh, Entschuldigung. Hier, alles in Ordnung. Xena, ich soll dich schön grüßen vom, ne, Mike Smoke. Schöne Grüße von Mike Smoke an die gute Xena und ich soll dir auch ein Steak geben. So, bitte. Auftrag ausgeführt. Haltbarkeit und Effizienz, die könnten wir reparieren. Hier haben wir Haltbarkeit, Glück und Effizienz. Ja. Wir haben hier Federfall 5, Feuerschutz, bla bla bla. Wir haben hier unseren Explosionsschutzhelm. Wir könnten nochmal... Helme haben wir nicht so tolle, ne? Wir könnten nochmal einen Helm verzaubern. Und vorher vielleicht... Die habe ich erhandelt, genau. Die habe ich auch, glaube ich, erhandelt. Die hat Haltbarkeit, einfach nur die Schaufel. Die gibt es auch hier in Hundsgrab sehr günstig zum Angebot. Moment. Haltbarkeit, Glück und Effizienz. Die könnten wir uns mal einstecken, dann packt man die mal dafür wieder zurück. Was haben wir hier noch in den Kisten? Ich muss da echt jetzt genau gucken. Wir haben hier noch eine Schusssicher und Atmung 3. Der ist schon gut. Der ist schon gut. Also wir haben schon einen guten Helm. Und hier haben wir einfach nur einen Diamanthelm. Und eine Diamantbeinschiene, die ist ja schon gebraucht. Ja, der Zornan hat mir gesagt, ich soll unbedingt Schuhe verzaubern. Unbedingt Schuhe verzaubern. Das Ding hier reparieren, da brauchen wir ein paar Diamanten. 1, 2, 3 Diamanten. So viel brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Das Ding ist ja noch fast viel neu. Das ist unsere Glücksspitzhacke. Wo ist denn unsere Behutsamkeitsspitzhacke? War die nicht ziemlich abgenutzt? Hier bei Werkzeug natürlich. Behutsamkeit. Nee, die ist auch noch fast neu. Aber wir haben so viele gute Sachen. Echt. Effizienz. Die können wir alle mal aufbrauchen. Glück 3 und Haltbarkeit 3. Und die hat hier Glück 3, Effizienz 5, aber das ist natürlich total gut. Und Haltbarkeit auch 3. Mehr als Glück 3 gibt es eh nicht. Ja, pass auf, unser Schwert, das ist auch noch super mit Plünderung. Dann würde ich sagen, wir verzaubern erst, wir reparieren erstmal. Wie sieht es rüstungsmäßig aus? Ach, die haben wir gar nicht hier.
Puh, schwere Entscheidung. Ich würde fast sagen, hättest du dir vorher mal überlegen können, Opa, oder? Wir könnten jetzt sagen, wir reparieren die mal. Das kostet uns 2 Erfahrungspunkte, ist also fast nichts. So, jetzt haben wir immer noch 35 und die ist neu. Wenn wir unser Schwert reparieren, kostet uns 6 Erfahrungspunkte, dann sind wir nicht mehr Level 30. Ah, komm her, wir machen das mal. Ich repariere das jetzt auch mal. Und jetzt sind wir Level 29, aber ist überhaupt kein Problem, denn wir können ja mal ein bisschen Kohle, wir wollten ja eh Kohle machen. Wir wollen hier fett Kohle machen, ne? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen hier nur, dass alle Bürger glücklich sind und auch die Einwohner, die ja ihr seid, ne? Also immer wenn ich sage Einwohner, dann meine ich die Community. Wenn ich sage Bürger, dann meine ich natürlich hier die, diese Typen aus Hundsgrab. So, wir haben noch ganz viel Kohle hier. So, hier, da die Dinger. Ich glaube, ein Ding reicht hin, wenn wir das abbauen. Müssen wir uns mal ein bisschen freie Fläche suchen. Ja, ich weiß, wir haben das immer auf dem Marktplatz gemacht. Da ging das immer ganz gut, ne? Hallo, grüß dich. Ja, gut. Oh, 1 Smaragd, 12 Pfeile. Das ist auch nicht schlecht. Wir haben mal ganz gute Angebote hier, die Jungs. So, jetzt machen wir hier einfach mal unsere Glücksspitzhacke haben wir dabei. Jetzt gehen wir hier einfach mal ein Stack hoch. Lalala. Oder erstmal so einen halben, dass nicht so viel daneben fällt, ne? Vielleicht reicht das ja schon. Jetzt kommt hier ordentlich Kohle bei rausgefrömselt. Lalalalala. Okay, das waren schon mal 25. 25? War das jetzt viel? Und die ist wieder ein bisschen angedutzt, aber nicht abgenutzt. Dann gehen wir gleich nochmal hoch, gucken mal, ob wir noch Rüstung reparieren müssen. Jetzt mache ich mal den Rest, ne? Jetzt gebe ich uns den Rest. Gucken, wie viel Kohle jetzt dabei rauskommt. Insgesamt, wir haben also ein Stack. 64 sind ja mal ein Stack. Wir haben schon jetzt, von diesem Paar haben wir schon 25. Mal sehen, was dabei rumkommt. Das ist ja unsere alte Methode, die jetzt auch von anderen schon so benutzt wird. Ist natürlich nicht meine Erfindung oder so, ist Quatsch. Was denn jetzt? Warum sehe ich das jetzt so nah? Habe ich so nah in meinem Helm drinne? Wüsste ich gar nicht. Wir können mal gucken bei der Rüstung, wie die jetzt gerade ist. Ah, die Folge ist auch gerade wieder rum. Verdammt. Ja, dann geht's das nächste Mal mit Verzaubern weiter. Und, ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Ah, guck mal, doch, das sind schon einiges an Kohle, was wir jetzt hier rausgekriegt haben. Ja, dann geht's in der nächsten Folge von hier aus weiter mit den Verzauberungen unserer alten Rüstung oder so, was wir da noch finden. Und ich sage, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und bis zum nächsten Mal.